Hallo, 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 hier ist ein neuer Sportvlog. Ich bin in Kroatien, 3 Kilometer vor Novigrad und bin hier ausgestiegen aus dem Auto. Ich war bei einem Ausflug in Poric, das ist weiter im Süden. Und ich will jetzt nach Deila, wo ich meine Unterkunft habe. Bin hier ausgestiegen und laufe jetzt am Strand zurück. Jetzt muss ich erst einmal die Küste suchen. Die ist hier den Weg runter und dann jetzt zurück zu Fuß anstatt mit dem Auto an der Küste entlang. Nach dem Intro sieht man mehr davon. Ich habe ein paar Minuten gebraucht, aber jetzt bin ich im Hafen von Novigrad. Ich denke mal in der Stunde 10 bin ich in Deila angekommen und dann habe ich meine Einheit für heute gemacht. War was zu trinken dabei, Mütze angezogen, weil die Sonne ganz schön brennt heute. Deswegen wird es nicht so eine einfache Einheit sein. Stunde 10, insgesamt Stunde 15 wird ausreichend sein. Natürlich mein Kroatien-Shirt an. Bin ja in Kroatien und dann geht's ab. Weiter geht's. Ich bin jetzt eine halbe Stunde unterwegs und ich muss sagen, es ist echt beschwerlich heute. Sau heiß und die Flasche, die ich dabei hatte, ist längst ausgesoffen. Ich muss noch eine gute Stunde, eine Stunde. Moment, gut 40 Minuten muss ich noch laufen, damit ich angekommen bin bei mir in der Unterkunft. Aber es wird noch eine harte Nummer in der Hitze. Ich versuche durchzuhalten. Oh, Hammer. Endlich habe ich auch die Erklärung dafür gefunden, warum kroatische Fußballer so gut sind. Denn wenn sie alle auf solchen Fußballplätzen hier trainieren und groß geworden sind, da ist das Gras hüfthoch, dann ist man natürlich auch im Stadion gut, ist ja klar. Wenn man auf solchen Dingen dribbeln gelernt hat, da kann so ein Mbappé oder so ein Zinedine Zidane einpacken, sage ich so. So, ich bin jetzt angekommen. Ich bin jetzt da. Stunde 15. Stunde 15 Jogging. War echt beschwerlich heute. War echt verdammt heiß. Ich gehe jetzt in meine Unterkunft. Jetzt lässt die scheiß Brille auch noch fallen. Kannst mal sehen, wie kaputt ich bin. So, nochmal die Treppen hoch. Auch im Urlaub kann man Sport machen. An dieser Stelle. Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Sportblock.